Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to my 20 days German B Eins Prüfung preparation blog. Today is 6 June 2023. My exam date is 25th and 26th June. Today I have given one Huron test and my mark is, I'm showing you, it's 17 out of 30. I mean it is failed. I need to get 18 out of 30. So what I do right now, I'll listen this test again with this transcript, okay, and we'll listen this, then I'll check what is the mistake and then I'll start Schreiben. Okay, let's start. Okay, so let's start Korrigieren, that means correction. Here in FUNF, I have given this one, so by spill, I have transcript here. So I'll check right now what I have done mistake. We're checking this program. This is my channel steps. If you find that it is good, that you will find it is good, then please subscribe my channel so that I will be inspired to move forward and will upload more and more videos for you. Okay, let's start. Alle 15 Minuten zwischen 1.4. und 3.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 1.1. bis 31.3. und vom 4.11. bis 1. Tours in 8 Sprachen Severin und Kühn-Sightseeing verbunden. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn Sightseeing verbunden. Abfahrtsstelle für alle Touren vom 1.1. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 1.4. und 3.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 1.1. bis 31.3. und vom 4.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in 8 Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour, 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn Sightseeing verbunden. Abfahrtsstelle für alle Touren vom 1.1. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 1.4. und 3.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 1.1. bis 31.3. und vom 4.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in 8 Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour, 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Im Radio. Der Weltvogelpark Walserode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen, denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit 3 Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Weltvogelpark Walserode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen,
denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit 3 Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Actually, I did mistake here. I took this one as a rich dish, but it is false. Because it is not about So I did mistake here. I took number I as a fish dish, but it is false because it is failed. It is about to fail Vogelpark Wahlstrom. It is failed Vogelpark Wahlstrom, and this one was correct. I did it, and I did number A. Okay. So let's get second one. Besondere Attraktionen. Viele. Wir sind neugierig auf. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Kennen Sie ein Küchengeheimnis? Die wir jeden Freitag preisen. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun noch ein Hinweis zum Abschluss unseres Magazins Geheimnisse aus dem Kochtopf, die wir jeden Freitag preisgeben. Kennen Sie ein Küchengeheimnis, das Sie uns verraten wollen? Haben Sie ein besonderes Familienrezept, das von Generation zu Generation in Ihrer Familie weitergegeben wird? Haben Sie aus dem Urlaub ein besonderes Rezept mitgebracht, auf das Sie stolz sind? Wir sind neugierig auf Ihre Tipps und Tricks aus der Küche. Melden Sie sich in unserem Kochstudio. Mitmachen lohnt sich für Sie. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns ein aktuelles Kochbuch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun noch ein Hinweis zum Abschluss unseres Magazins Geheimnisse aus dem Kochtopf, die wir jeden Freitag preisgeben. Kennen Sie ein Küchengeheimnis, das Sie uns verraten wollen? Haben Sie ein besonderes Familienrezept, das von Generation zu Generation in Ihrer Familie weitergegeben wird? Haben Sie aus dem Urlaub ein besonderes Rezept mitgebracht, auf das Sie stolz sind? Wir sind neugierig auf Ihre Tipps und Tricks aus der Küche. Melden Sie sich in unserem Kochstudio. Mitmachen lohnt sich für Sie. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns ein aktuelles Kochbuch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu But it is written here cooktop. That is, I was listening that it was cooktop, so I thought it shouldn't be this dish. But cooktop is the cooking pot, so it is about a island cook studio. Okay, so answer will be this dish. I did false, that's why. And here it is Hasganman Shingen. I did it correct, it's a family recipe. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Sie hören wie an jedem letzten des Monats Nachrichten und Werbung vom Bildungsmarkt. Die EAM, School of International Business, bietet 3-jährige Studienprogramme für Tourismus und Eventmanagement an, mit Abschlussdiplom. Die Einschreibungen für Oktober laufen 3 Monate, und zwar von Anfang Februar bis Ende April. Schneller zum Ziel kommen Sie, wenn Sie Tourismus- und Eventassistent oder Assistentin werden möchten. Sie können sich in einem 10-monatigen Kompaktlehrgang mit Fremdsprachenschwerpunkt ausbilden lassen. Nähere Informationen unter www.eam-münchen.de oder der Rufnummer 089 2166 8452. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören wie an jedem letzten des Monats Nachrichten und Werbung vom Bildungsmarkt. Die EAM, School of International Business, bietet 3-jährige Studienprogramme für Tourismus und Eventmanagement an, mit Abschlussdiplom.
Die Einschreibungen für Oktober laufen 3 Monate, und zwar von Anfang Februar bis Ende April. Schneller zum Ziel kommen Sie, wenn Sie Tourismus- und Eventassistent oder Assistentin werden möchten. Sie können sich in einem 10-monatigen Kompaktlehrgang mit Fremdsprachenschwerpunkt ausbilden lassen. Nähere Informationen unter www.eam-münchen.de oder der Rufnummer 089 2166 8452. Lesen. What I did all of this correct because it's tourist and tips. It is not about from here. We already hear that it is not about tourist tips. So I did correct false. It's not about tourist tips at all. Then assistant and assistant, I heard it. It is Zain Monaten, so I gave it Zain Monaten. So also Februar bis Ende April. Schneller zum Ziel. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Mein lieber Luigi, hier Thomas. Leider kann ich dich nicht wie verabredet zur Stadtrundfahrt um 11.30 Uhr vom Hotel abholen. Wir treffen uns direkt an der Abfahrtsstelle an der Gedächtniskirche. Ich erkläre dir kurz, wie du dahin kommst. Das ist ganz einfach. Geh die Lietzenburger Straße entlang bis zur Joachimsthaler Straße. Da biegst du an der Ampel links ab und läufst weiter bis zum Kurfürstendamm. Dort gehst du rechts bis zur Tauentzienstraße. Du siehst die Kirche schon von Weitem. Wir müssen 10 Minuten vor Abfahrt am Bus sein. Für den Weg brauchst du circa 20 Minuten zu Fuß. Ja, und vergiss den Fotoapparat nicht, damit du deinen italienischen Freunden etwas von Berlin zeigen kannst. Also, bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Mein lieber Luigi, hier Thomas. Leider kann ich dich nicht wie verabredet zur Stadtrundfahrt um 11.30 Uhr vom Hotel abholen. Wir treffen uns direkt an der Abfahrtsstelle an der Gedächtniskirche. Ich erkläre dir kurz, wie du dahin kommst. Das ist ganz einfach. Geh die Lietzenburger Straße entlang bis zur Joachimsthaler Straße. Da biegst du an der Ampel links ab und läufst weiter bis zum Kurfürstendamm. Dort gehst du rechts bis zur Tauentzienstraße. Du siehst die Kirche schon von Weitem. Wir müssen 10 Minuten vor Abfahrt am Bus sein. Für den Weg brauchst du circa 20 Minuten zu Fuß. Ja, und vergiss den Fotoapparat nicht, damit du deinen italienischen Freunden etwas von Berlin zeigen kannst. Also, bis dann. Okay, so here what I did, 7 and 8, I made this Luigi und Thomas in Fair upgraded, we didn't have an appointment. I didn't knew that word. Actually, I knew, but I forgot it. This is the problem. So every word when I learn that I'm forgetting. Okay, this is fair upgraded is have an appointment. So I thought actually Thomas said that this one that fair upgraded. I thought it is another word, so he did it alone, so it was not about this Luigi, so I gave that is false. Actually, these are the appointments, so these 2 persons will meet together, that's why it should be distinct. So when I knew this word, then I understand, okay, this is a mistake. Okay, next, V-Lange loud, I did it correct, how long it will take it, so it is clearly written in the Gedacht Miss Fischer, which is the memorial church. How long will we take that? So, when 10 minutes to take bus, after that, there is a direction given and to reach at Gedacht Fischer, which is then 20 minutes in time. So, 20 minutes in time. I gave that answer. Okay, next. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Bahnsteig 13.
Schnellzug I459 Istria nach Koper über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Attention. Platform 13. Rapid Train I-459 Istria to Koper via Graz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bahnsteig 13. Schnellzug I-459 Istria nach Koper über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Attention. Platform 13. Rapid Train I-459 Istria to Koper via Graz. Okay, so what I did here, I did two of the music after. Yes, this word. This is Auffahren. Okay, this part. And this is in here. Arrive. So this part uncommon. So I took these things. Okay. The Zug kommt an. It is arrived. I thought it is arrived. Abfahrt also. Abfahren is also arrived. But Abfahren is depart. So uncommon is when I thought these two words is equal, actually it is not same. It is not same. These are English video item. So uncommon and Abfahrt is Gegenteil, Gegenwort. So Gegenwort. I took it as a mistake. That's why I did the mistake. Okay, I thought uncommon is to arrive and the upward is also arrive, but upfahren is the departure. So these are two people, these two are opposite words meaning. So I did the mistake. So it should be false. Then schlafen. I did also the mistake. I could not hear it properly because Zugteil, when it is said, it was hinteren. So I did not hear it clearly. Okay, I guess this is a mistake. And I guess this is a Mittleren Zalten. There, Spiegelbergen. But I heard this one. When it was already said, I didn't hear it. Okay, next one. Beliebter Ort für Sportler und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten. Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. Der Olympiapark ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. Das Stadion, in dem wir uns hier befinden, ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathontor in das vollbesetzte Stadion. Rund 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele.
Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. Dann ist der Club in die neu erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr ausgetragen, sondern andere Sportwettkämpfe, Konzerte und diverse Open-Air-Veranstaltungen. So, vor der Sicherheitseinweisung wird Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf extra Wegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis ca. 13 Uhr. Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München. Beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern, können Sie bestimmt bis zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, schauen. Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Self-Service Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Hier im Olympiapark gibt es auch das exklusivere Restaurant Coubertin, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet. Tja, und unser traditioneller Biergarten ist zurzeit leider im Umbau. Da können Sie momentan leider nicht rein. So, gehen wir nun in den Vorführraum. Folgen Sie mir bitte. I heard about this one 8,000, so I took it as a wrong answer, so I did mistakes here. It should be over 900, then I did it correct. Fußball Spiele, I heard it correctly, this one. Okay, next, this one, Dauert. Dauert Minuten, it's 25 Minuten, I heard. This I took it as a wrong answer, so I took this as 20 Minuten. C. How it is C? 2 Stunden. Okay, so 6. Yes, 2 Stunden. Entschuldigung, 2 Stunden. To C. Answer will be C. So I did it mistake. Then 14. I made it correct. It's clearly said that they are ghost stitch. So I took this one. Okay, next is this one. Next third question is also I did it correct because it is clearly said that self service. So the answer. Perfekt. Was ist denn so wichtig, dass du nicht bis zum in einem Café? Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich zwei junge Leute über die Arbeit als Skilehrer unterhalten. Laura, komm, wir setzen uns hier hin. Der Tisch ist nett. Na, Robin? Was ist denn so wichtig, dass du nicht bis zum Mathekurs am Freitag warten konntest? Du arbeitest doch in den Weihnachts- und den Semesterferien als Skilehrerin. Meinst du, das könnte ich auch machen? Wie gut fährst du denn Ski? Perfekt! Aber ohne Spaß. Ich fahre echt gut Ski. Mit meinen Eltern bin ich immer nach Österreich gefahren. Und da gibt es keinen Berg, den ich nicht runterfahren kann. Okay, aber du musst die Skilehrerprüfung machen. Das kannst du aber noch schaffen vor den Semesterferien. Muss man dafür auch lernen? Ist die Prüfung schwer? Nee, nicht besonders. Aber ein bisschen Theorie musst du schon lernen. Vorschriften und so. Vor allem Sachen, die mit Sicherheit zu tun haben. Okay, und wenn ich die Prüfung bestanden habe, wie geht's dann weiter? Du suchst dir ein Skigebiet aus und bewirbst dich dort bei einer Skischule. Allgemein kann ich sagen, die kleinen Skischulen sind netter.
aber die Großen zahlen ein bisschen mehr. Allerdings sind die Unterkünfte für die Skilehrer bei keinem toll. Naja, ich brauche nicht unbedingt ein Luxushotel. Und was für Kurse kann ich dann unterrichten? Am Anfang kriegt man immer Kinderkurse. Die sind süß. Und die mache ich auch am liebsten. Na, ich weiß nicht, ob ich als Babysitter für Kinder auf Skiern geeignet bin. Du kannst dich aber auch bei einer Reisefirma bewerben, die Skiferien anbietet. Du fährst dann mit denen im Bus in den Skiort, wohnst auch im Hotel und gibst dann den Teilnehmern der Reisegruppe Unterricht. Da hat man fast nur Erwachsene. Na, das hört sich doch viel besser an. Aber sag mal, Laura, wie viel verdient man denn eigentlich so mit Skikursen? Wenn du das machen willst, um reich zu werden, dann musst du dir was anderes suchen. Aber der Vorteil ist, du kannst Ski fahren, machst ein bisschen Urlaub und verdienst auch noch ein gutes Taschengeld. Und noch was, wie viel kostet denn die Prüfung? Vor 3 Jahren hat sie 1500 Euro gekostet. Das ist aber eine ganze Menge Geld. Vielleicht können mir meine Eltern das Geld leihen und ich gebe es ihnen zurück, wenn ich etwas verdient habe. Na, mal sehen. Not said here, but I took it in the first line when I said the starting passion that is same money. On Lion, this is the correct decision. I think that it is very expensive. Next one. Die Moderatorin der Radiosendung Elternmagazin diskutiert mit den Eltern Carla und Walter zum Thema Studieren mit Kind. Hallo. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Sendung. Bei uns im Elternmagazin geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Dazu haben wir hier bei uns im Studio 2 Gäste, Carla
und Walter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Carla und Walter gehören zu den 5% der Studenten in Deutschland, die nicht nur studieren, sondern auch gleichzeitig Eltern sind. Carla ist alleinerziehende Mutter mit einem Sohn. Walter und seine Frau haben 2 Töchter. Carla, wie entscheidet man sich denn dafür, während des Studiums ein Kind zu bekommen und dazu noch ohne einen Vater dabei? Das ist doch auch sonst schon sehr schwer. Das war keine Entscheidung, das ist so gekommen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber damals war das gar nicht witzig. Übrigens ist das bei den meisten der Fall. Nicht das Alleinerziehen, meine ich, sondern dass die Kinder nicht geplant sind. Nur 2 von 100 Studierenden können sich überhaupt vorstellen, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Und davon machen das dann natürlich auch nicht alle. Und bei Ihnen, Walter, waren Ihre Kinder geplant? Ja, und jetzt sind wir sehr froh, 2 kleine, süße Töchter zu haben. Einfach war es nicht, obwohl wir wirklich Glück hatten. In welcher Weise? Naja, meine Frau und ich studieren Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es kaum Anwesenheitspflicht. So konnten wir uns abwechselnd um unsere eine Tochter, später unsere beiden Töchter kümmern. Bei anderen Studienrichtungen geht das nicht. Und dann haben uns unsere Eltern unterstützt. Die fanden das, erstaunlicherweise eigentlich, toll, dass wir so früh Kinder haben. Sie sind oft gekommen, wenn wir Prüfungen hatten und so, und haben uns auch finanziell unterstützt. Sagen wir mal, jemand studiert Medizin. Was würden Sie dem empfehlen? Also einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin würde ich nicht raten, während des Studiums ein Kind zu planen. Außer wenn der Partner reich ist und viel Zeit hat. Richtig. Denn allein etwas studieren, wo man keine Anwesenheitspflicht hat, reicht nicht aus. Die finanzielle Situation ist ganz wichtig. Aber studierende Eltern werden doch staatlich unterstützt mit Kindergeld, Schwangerschaftsgeld, Wohngeld. Schon, aber davon kann niemand leben. Obwohl man hier, also in Dortmund, billiger leben kann als zum Beispiel in Düsseldorf oder Berlin. Und deshalb muss man, wenn man nicht wie Walter von den Eltern finanziell unterstützt wird, unbedingt noch nebenbei arbeiten. Und wie schafft man das? Studium, Kind oder Kinder und arbeiten? Tja, schwer. Das Hauptproblem, gerade bei mir, war, dass ich meinen Sohn anfangs nirgendwo lassen konnte. Haben Sie für Ihren Sohn keine Kita finden können? Ja, Kitas, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte. Da sind wir bei einem wichtigen Thema gelandet. Es gibt sie, aber... In den normalen Kitas können die Kinder nur vormittags, im besten Fall bis früh nachmittags bleiben. Aber als Student muss man oft auch spät nachmittags oder am Abend an die Uni für Vorlesungen oder Seminare. Die einzigen Kitas, die für uns, das heißt für studierende Eltern, wirklich hilfreich sind, sind die Kitas der Universitäten. Da werden die Kinder bis spätabends betreut, bis eben Schluss ist mit den Vorlesungen, den Seminaren und so. Aber wie ich weiß, gibt es bei den Kitas der Universitäten lange Wartelisten. Manche Eltern melden ihre Kinder dort an, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest haben, und haben trotzdem kein Glück. Gott sei Dank hatte ich Glück. Denn alleinerziehende Eltern haben bessere Chancen. Dennoch ist insgesamt die Situation unbefriedigend. Das sieht man auch an den Zahlen. Sie meinen im Vergleich mit den skandinavischen Ländern, wo bis zu 20% der Studierenden Eltern sind, weil dort die Bedingungen eben besser sind? Aber die Verantwortlichen tun immer so, als wüssten sie das nicht. Dabei weiß jeder Student, der ein Kind hat und sich notwendigerweise ein bisschen informiert, was woanders läuft. Auch die Universitätsleitungen sagen immer, dass sie alles nur Mögliche tun. Und okay, die Situation hat sich in den letzten Jahren auch hier in Dortmund und allgemein in Deutschland verbessert. Aber für die studentische Durchschnittsfamilie ist die Situation verdammt hart. Sagen Sie mal, Carla und Walter, Sie wissen eine ganze Menge über die allgemeine Situation von studierenden Eltern. Woher eigentlich? Ich habe für einige Monate während der Schwangerschaft meiner Frau als Berater gearbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft zum familienfreundlichen Studium. Das ist eine Initiative, wo studierende Eltern beraten werden und auch versucht wird, eine bessere Situation zu schaffen. Und Carla, wie sie mir hier kurz vor der Sendung erzählt hat, macht das jetzt auch. Und bei so einem Job erfährt man eine ganze Menge über die Situation studierender Eltern allgemein. Bei der Arbeitsgemeinschaft haben wir auch nach dem Studium Kontakt zu den Eltern
Und wir stellen fest, dass es viele Firmen positiv finden, wenn eine Frau während des Studiums Kinder bekommt. Für die Firmen bedeutet das, das ist eine, die mit Problemen fertig wird und die hat bereits Kinder. Bei der gibt es wahrscheinlich keinen Schwangerschaftsausfall. Das ist so. Doch sollte natürlich die zukünftige Karriere nicht der Grund sein, während des Studiums Kinder zu bekommen. Kinder muss man lieben und Beruf und Karriere kommen danach. Und irgendwie wird das schon gehen, so sehe ich das zumindest. Die Liebe zu den Kindern kommt an erster Stelle. Das ist doch sicher eine positive Botschaft. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser positiven Botschaft verabschieden wir uns bis zum nächsten Elternmagazin. Okay, that's it. So, I have done this I did corrected Alex's English. Or I did mistakes on 3, 28, 29, 30. Actually, I gave correct answer in my first listening. Then when this one is second time played, then I did these two mistakes. So actually I have 17 marks, but if I didn't do these two mistakes in second time, then I would have 19 out of 30. Okay, what a mistake. So hopefully I will correct all of these mistakes within next 20 days and I will pass, inshallah. Please pray for me. Okay, next my target is to complete one Scheiben part, today I will listen second chapter also, and I'll upload it later, but today I'm going to upload this one. Okay. Thank you everyone. Assalamualaikum.